Hallo Leute, willkommen zum eingefrorenen Bild-Let's Play. Wir sind der monotone Nachrichtenkanal, der sich nur... Hey, der Mann bewegt sich ja! Die Frau, das Mädchen, das Girl, egal. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Edition. Also, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich nehme gerade den zweiten Part auf heute. Ich nehme heute ein bisschen mehr am Stück auf, damit ihr die nächste Woche was zu sehen habt. Und freut mich wieder mal, dass ihr eingeschaltet habt, und ich wiederhole mich. Verdammt, Déjà-vu. Und ja, wir rennen jetzt hier runter und dann rennen wir hier hin und dann weiß ich nicht, wo wir hin müssen. Und da ploppt schon wieder Bier auf. Ihr wisst ja in diesem letzten Part, wenn ihr den geguckt habt, was da passiert ist. Und nicht mit Angel wieder. Mann, muss ich auch schon wieder wechseln. Bedroher vermindert angefahren. Peachy, 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 peachy. Peachy, 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 peachy. Ha, ich mag die peachy, 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 peachy. Das werde ich noch öfters hören, weil nämlich bekanntlicherweise ich nicht nur ein Let's Play von Super Mario mache, sondern eventuell auch noch Galaxy. Habe ich geplant. Will ich eventuell so gerne ganz gerne machen. Und ja, Galaxy wird kommen irgendwann. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann. Es wird voll krass, so fax. Ganz schön große Galaxy. Ja. Galaxy ist schön. Galaxy ist cool. Also ich mag beide Teile. Und zwei mag ich gerne lieber, weil ich zwei mir wirklich gekauft habe. Eins habe ich nämlich nicht. Aber eins würde ich mir im extra für euch holen. Oder beziehungsweise ich würde es mir ausleihen. Je nachdem. Also, oh, hey Digga, Friedhof hier ist mit deinem Pokémon alles im grünen Bereich. Wirklich? Du bist in der Nähe von Route 120. Dann müssen wir einfach gegeneinander antreten. Unbedingt. Ich kann es kaum erwarten. Bis später. Wie sieht das mit deiner Fitness aus? Wenn du nicht fit bist, könnten harte Zeiten auf dich zukommen. Ach nee, was du nicht sagst. Ingeborg. Diese Inge hat sich was geborgt. Ingeborg. Falsche Thema. Man muss so eine spezielle Ingeborg-Thema haben. Das ist jetzt die Ingeborg-Thema. Ingeborg-Thema. Diese Ingeborg-Thema bringt uns immer weiter und dieses Lotus ist scheiße. Mann, ich mag Lotus jetzt nicht. Ich hab den immer gehasst. Und die Weiterentwicklung machen ist auch nicht besser. Mag so sein, dass Kapaloris ein ganz schön praktisches Pokémon ist. Insbesondere competitive Training. Aber ich mag die Pokémon nicht. Nee. Obwohl Lampreo cool. Lampreo ist cool. Yay, ich kann Pokémon mit meiner Stimme beschwören. Von Ingeborg kommt jetzt ein Lampreo. Naturkraft wurde zu Stenschauer. Stenschauer, greif Peach an. Peach ist das scheißegal und greift sofort mit einer Schnabelattacke an. Die Menge ist außer sich, es rückt nicht weiter. Auf die Gesichter der Leute und Stenschauer. Und Stenschauer trifft wieder und Stenschauer bringt gar nichts. Das ist sehr effektiv. Fick dich. Die scheiß Pokémon Ranger. Eure Spiel ist aber auch nicht besser. Ja, ich mag Pokémon Ranger nicht. Definitiv nicht. Das hat meinen alten DS-Leiter da kaputt gemacht. Ich werde es mir auch niemals wieder kaufen. Oder, beziehungsweise, ich habe es noch da. Aber ich werde es nicht spielen. Ich werde es auch nicht let's playen. Und das ist auch, glaube ich, die einzigste Reihe, die ich nicht machen werde. Ich werde wahrscheinlich so Pokémon Link machen. Was ja in der Spiel ist und ziemlich auf den Touch spenden geht, aber man kann es ausblenden, man kann den das Teil ausblenden, irgendwie diesen Touch-Stift, diesen
Touchpen. Blanas. Okay, das haben wir noch leichteres Spiel. Blanas, Blanas. Es regnet weiter. Das ist sehr effektiv. Folterknecht. Peach wird von Folterknecht unterworfen. Es regnet weiter. Aufgrund von Folterknecht kann die Zelle jetzt zweimal mehr eingesetzt werden. Oh. Erdteidigung von Peach steigt. Ich frag mich, ob Naturkraft auch zu was anderem werden kann. Bisher habe ich immer nur Sternshow gesehen. Wer da Bescheid weiß, kann mich gerne in den Kommentaren aufklären. Aufklären. Ich bin fit wie ein Sternshow, aber hast du das Bein gebrochen und musst jetzt humpeln. Das hat man nämlich an einem Sprite erkannt. Ich weiß nicht, was bricht den Weg. Mit dem Teleskop einsetzt. Das Unsichtbare wird sichtbar. Das erschreckt die Pokémon kräft an. Hallo, Kackleon! Hallo! Bam, bam, ein Kackleon wird ganz schnell besiegt und besiegt und besiegt und besiegt und Peach macht das voll platt, ey! Ich glaube, das ist halt Pflanze, deswegen wird das ganz schnell passieren. Einfallen, oder? Das macht doch nicht. Und Fluchtdruck. Es regnet weiter. Wie kann es wagen, es weiter zu regnen? Das gibt's ja nicht. Akano, los! Psystrahl! Das ist nicht effektiv. Es regnet weiter. Damit wir es weiter haben. Da, Schack! Das ist sehr effektiv. Mach das zum Elektro-Typ. Finde. Das ist nicht sehr effektiv. Es regnet weiter. Und es kann auch noch so lange weiter regnen, wie es soll oder will. Das ist mir egal. Ein Volltreffer. Das ist nicht sehr effektiv. Der nächste Trainer, okay. Ich prüfe deine Pokémon und schaue, ob sie fit für das Leben im Freien sind. Ich lasse meine Pokémon garantiert nicht frei. Ranger. Heini! Samurzel. Heini! Ah, Heini! Hallo, Heini! Ich hatte mal mein Pokémon heim. Es regnet. Hallo, hi. Ja, dieser Name. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Mach ich mal einen Hypertrank. Wachstum. Mach den Spezialangriff für. Und es regnet weiter. Schnabelattacke! Das regnet weiter. Und noch ein Härtner. Die Verteidigung steigt. Verteidigung von See steigt. Es regnet weiter. Das ist sehr effektiv. Verdammte Synthese. Hat wahrscheinlich noch ein KP gehabt. Es regnet weiter. Das ist sehr effektiv. Und es regnet weiter. Body Shack. Will ich Body Shack erlernen? Ja, möchte ich. Bling, 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 blub. Body Shack wurde erlernt. Ich möchte das Pokémon nicht wechseln.
Es regnet weiter. Mann, langsam sollte ich damit aufhören. Mogelhieb wird eingesetzt. Aber es macht Spaß. Es regnet weiter. Es ist sehr effektiv. Der Wachstum steigt. Der Spezialantrieb steigt. Es regnet weiter. Das ist sehr effektiv. Lombrero will eingesetzt werden. Es regnet weiter. Peach schreckt zurück. Wie kann es nur sein? Das wird keinen Schutz verstecken für. Aber. Warum setzen sie nicht gleich Schlittschau ein? Das wird doch immer dasselbe. Das ist sehr effektiv. Es regnet weiter. Sterndauer. Das ist sehr effektiv. Lumbrero fightet. Mit seinen starken Pokémon brauchst du denn schon keine Angst zu haben. Nugget wurde gefunden. Pack Nugget in die Tasche. Okay, hier haben wir alles erledigt. Okay, dann sind wir hier fertig. Ich glaube, ich kann auch nicht mehr so viel anrichten. Boink. So. Okay, alles erledigt. Das ist noch ein Trainer. Das ist noch ein Pokéball. Da werden die Wacken. Ah, das ist ein cooler Effekt. Hallo. Punkt. Kampf gefällig. Okay. Wenn du meinst. Das war mit Gefermaniac. Bruno. Geweiher. Geweiher ist halb Käfer, glaube ich. Okay, Schnabel. Schnabel macht mal wieder den Rest. Ja, war halb Käfer. Ein Wasserkäfer. Ein Wasserläufer. Bling. Ja, gut. Dann wird dieser Kampf ja relativ einfach. Also da kommt noch so was ganz, ganz Heftiges. Ich glaube nicht, dass da noch was Heftiges kommt. Das ist da sehr effektiv. Der Tipp, hey, bringt fast gar nichts. Das ist sehr effektiv. Okay, dann passiert dir nicht mehr viel in diesem Kampf. Damit hast du schon einen Todesurteil unterzeichnet. Das ist sehr effektiv. Okay, das hat relativ reingehauen. Wir hätten die anderen beiden das noch eingesetzt oder getroffen, dann wäre es ouch gewesen. Verloren. Okay. Ja, ich verliere. Pum 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 pum. Möchtest du noch einmal kämpfen? Muss ich mich mehr einstrengen? Bam bam, hallo Mirablan, scheiß Teil, du bist gleich kaputt. Kaputt. Das ist sehr effektiv. Oh, nicht schlaf, Bruder. Das zögert immer den Kampf so in die Länge. Tief und fest. Ist schon viel. Peach ist aufgewacht. Peach haut hier voll eins in die Fresse. Peach hat dich gekillt. Mirabla ist tot. Hypertrank wurde gefunden. So.
Bären gedeihen im Sonnenlicht, das sie aufnehmen. Und ich versorge sie regelmäßig mit Wasser. Das ist ein Ausdruck der Liebe, richtig? Ja, ja, du verstehst, was ich meine. Das hier ist für dich. Gauwebeere. Dies ist eine seltene Beere. Ich hoffe, du gehst auch fertig mit hier rum. Für diese Beere winnen die Bären einfach mal alle mit. Kann ja nie schaden. Der Bund ist wieder weich und lehmig, aber ich würde gleich sagen, dass wir nach diesen Bären eine Partpause machen und wir unseren nächsten Tag. Aber ich weiß nicht, wann dieser Part kommt. Naja, auf jeden Fall, dass wir uns im nächsten Part wieder schauen und wir spiegeln uns vielleicht wieder im Wasser. Ja, das ist schon Tradition. Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Let's Play Pokémon und Smart Edition. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und bis dann. Ciao!